So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker. Manchmal dauert es einfach 3 Jahre, bis OBS lädt, und mal geht es in ein paar Sekunden. Gerade hat es wieder ewig gedauert. Also ich hoffe, es läuft. Ton nimmt es auf, sowohl in-game als auch mich. Gut, beide Anzeigen schlagen aus. Ja, wir sind hier, da ist nichts Neues. Jetzt spielen wir halt trotzdem mal die Baumeister-NM. Auch wenn ich sie schon kenne. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen her, dass ich sie gesehen habe. Bei Domtendo. Entsprechend gucken wir sie uns jetzt halt mal an, die Level. So viele waren es nicht und ich glaube, so schwer waren die auch nicht. Dann haben wir es auf dem Kanal auch noch drauf. So, machen wir das jetzt halt einfach mal. Wie gesagt, NM ist Nintendo Minute oder irgendwie sowas. Ist irgendeine Serie, eine Show auf YouTube? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Oder streamen die? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die haben jedenfalls auch Level gebaut. Also da ist jetzt irgendwie nicht eben das Land, sondern das ist irgendwie vielleicht eine etwas offiziellere Nintendo-Show-Serie, die irgendwie mit Nintendo kooperieren und deswegen hier auch ihren Dings bekommen haben. Teilweise sind die Level da, glaube ich, zusammen mit deren Community entstanden. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, Domtendo hat dazu ein bisschen mehr gesagt und auch ein bisschen verständlicher. Ach, ich muss die Münzen sammeln. Das sehe ich jetzt erst. Da ist ja eine Challenge bei. Huch. So. Schaffe ich das noch schnell wieder runterzukommen? Oh, jetzt werde ich aber von der Höhe her... Ich hatte gerade Bedenken. Aber es hat alles funktioniert. Hieß es mindestens oder... Mindestens. Also vielleicht gibt es mehr als die. Dann werden wir aber die sammeln, die auf jeden Fall sicher einzusammeln sind. Und sobald wir 100 haben, ist die Geschichte auch durch. Da ist doch hier dann bestimmt ein Power-Up drin. Jawohl. Ist jetzt halt die Frage, müssen wir hier zurück wegen den Münzen? Aber... Will ich das... Will ich das wirklich? Ja, da gibt es nochmal ein Power-Up wahrscheinlich. Dann will ich das wohl wirklich. Wenn da jetzt aber ein Pilz rauskommt, würde ich den erstmal liegen lassen. Oh, sweet, wir haben's. Wir haben's. Weil da waren ja noch genug andere Münzen nach rechts. Dann passt die Geschichte. Dann können wir auch gucken, was da drin ist. Wahrscheinlich ein Pilz für alle, die zu doof sind, hier durchzuspringen. Gut. Dann haben wir es ja schon. Eine Münze noch. Und wir sind fertig. Ich hoffe nur, man kann nicht noch irgendwo sterben. Aber ich glaub's nicht. Ich glaube, jetzt müsste das Ziel kommen. Ach, geh weg. Ach Gott, ach Gott. Ist ja ekelhaft. Ja, okay, easy. Passt. Das ist, was ich meinte. Ist jetzt vom Level her nicht so spannend gewesen. Einem anderen, normalerweise würde ich, glaube ich, so einem Level ein Herz geben, wenn es jetzt von einem in Anführungszeichen Amateur gebaut worden wäre, dann ist es ein echt schönes Level. Aber dafür, dass es ein offizieller Bauer sein soll, finde ich es ein bisschen arg schwach. Was ist denn hier? Ich kann mich halt an das meiste schon gar nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass ich sowas in der Art gesehen habe. Ach Gott, da unten sind die Münzen. Ach Gott. Ja, also ich weiß, dass ich sowas in der Art gesehen habe. Wait, jetzt muss ich da oben drauf bleiben, sonst... Oh Gott, hier. Okay, und da geht's jetzt in die Tür. Uiuiuiuiuiuiuiui. Aber da drüben, wenn die jetzt runterfallen, die Moles. Ach, ich entscheide, wann die fallen. Dann sollen sie fallen, wenn wir im Wasser sind. So, wiedersehen. Checkpoint. Okay. Jetzt ist der Fisch hier kaputt. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich lande. Okay.
Ich weiß wieder genau, warum ich, ja. Das ist genau das, was ich mir beim Anschauen auch gedacht habe. Okay. Ne, das ist. Es hat halt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht. Inner Shell Down ist gleich High Jump. Ja, das ist mir klar, wie ich so eine Shell bediene. Es gibt ein paar schöne Level, die kommen da, glaube ich, noch, aber so insgesamt der Eindruck von Nintendo Minute war eher so. Ist es eine. Ich weiß auch gar nicht, ob es Nintendo Minute heißt. Vielleicht heißt es. Ja, moin. Vielleicht heißt es anders. Ich, ja. Nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Ich kann mich da auch täuschen. Das war so ein Rätsel-Level, ne? Jetzt kommt die hier raus. Und da kommt auch einer raus. Und wenn er da runterläuft, mache ich den hier. Ah, Mist. Oh je. Okay. Nochmal. Weiß nicht, ob das so ging. Ich glaube, so geht's. Würde zumindest Sinn ergeben. Das gibt's doch nicht. Geht das doch nicht so? Ich dachte, das geht so. Vielleicht auf dem Rückweg? Nee. Ah! Andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine völlig andere Idee. Warum kompliziert? Ich kann doch auch einfach hergehen. Ach, ich kann die gar nicht in die Hand nehmen. Dann kann ich doch nicht einfach. Ah, wait, nee. Ja, doch. Nee. Ah, doch. Hat es jetzt ausgelöst? Nein, hat er nicht ausgelöst. Dann muss ich den doch so hoch schicken. So, du machst jetzt mal hier den. Zack. Und wir versuchen es einfach nochmal mit. Nicht die richtige Ecke erwischt. Nicht die richtige Ecke erwischt. Ach, jetzt mache ich Blödsinn. Ich fände es schön, wenn man die schneller wieder. Hochsetzen könnte, wenn. Aber das ist ja gerade die Challenge manchmal, dass man eben nicht sofort wieder hochkommt. Das ist ja manchmal die Challenge. Schon klar. Oh, das war ja nicht so smart. Geht das für. Na, jetzt geht's. Na, warum hat's denn vor nicht? Menschenscanner. So. Jetzt kommt hier eine Ranke raus und jetzt können wir hoch. Easy. Ja. So. Ich sollte vielleicht nicht draufstehen. Kommt da nichts raus? Muss ich weiter weg? Aha. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Level, das ist schon cooler. Ne? Das ist ein Level, das ist schon cooler. Ein paar gab es schon, die waren ganz gut. Aber so insgesamt weiß ich noch, war mein Eindruck eher semi. Semi überzeugt. So freundlich ausgedrückt. Ach ja, das war der Spaß hier. Aber das sollte nicht das Problem sein.
Jetzt weiß ich nur nicht, kann ich direkt durchrennen? Ich glaube ja. Wir trauen uns einfach. So. So. Jetzt habe ich die 50er Münze liegen lassen, aber die brauchen wir ja auch nicht mehr. Hua! Da kann ich nochmal sterben? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich war mir unsicher. Ich war mir unschlüssig. Gut. Nein, das war wieder ein etwas schöneres Level, ne? Also ein paar schöne Level haben sie schon gebaut, so ist es nicht. Deswegen, das kriegt jetzt auch ein Herzchen. So. Aber die anderen, die waren nicht so, war ich nicht so überzeugt von. Das hat Chris gebaut. Haben die, hat bei den anderen? Ah, hier, das hat Chris da gebaut und das hat Kit gebaut. Okay, Chris baut besser. So. Jetzt kommt wieder Kit. Kit, der das erste gebaut hat. Okay. Aber man kann ja trotzdem, auch jetzt wieder ein gutes Level erwarten. Man muss ja nicht, kann ja sich verbessert haben, der Kit. Ich weiß es nicht mehr, was hier kommt. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ich sehe, was kommt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Spaß kommt. Richtig viel Spaß. What? Kann ich das einfach mitnehmen? Ah ja. Ich glaube, am Ende kamen dann irgendwie so ganz komische Sprüche. Ich glaube, am Ende kamen dann irgendwie so ganz komische Sprünge. Ja, die da, genau. Wo die Koopas so rübergeschossen werden teilweise. Und man selbst wieder zurückgeschossen wird, wenn man blöd ist. Okay, aber das haben wir. Ach ja, und der Spaß hier kam auch noch. Ah. Ah, wait. Ich hab's falsch gemacht. Ich hab's falsch gemacht. Ich hab's falsch gemacht. Entschuldigung, ich hab's falsch gemacht. Ich bin doof. Ach, Mensch. Ich hab's falsch gemacht. Nein. Lass mich da. Jetzt komme ich nicht mehr durch. Nein, lass mich da raus. Dankeschön. Mein Gott. Wie sie einfach nur am Rumspinnen sind. So. Na, ist egal. Kriegen wir trotzdem hin. Kriegen wir trotzdem. Nein, nicht runter. Nicht runter. Nicht runter. Immer nur hoch. So, ich muss einfach laufen, ne? Donk, donk. Oh. Vielleicht auch nicht. Vielleicht behalten wir einfach den Pilz und. Und YOLOen uns dann dadurch. Mist. So viel dazu. Och. Ja. Oh, das war cool. Das war nicht so cool. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht den Pilz gleich hinterher, nur weil er runterfällt. Das war nicht der Plan. Oh, das funktioniert. Das ist ja schon mal... Gibt's das denn? So. Mittig wäre eigentlich am Schlau... Oh. Aber man kann, man, irgendwie konnte man da, glaube ich, einfach nur laufen und dann hat das den Rest erledigt. Aber ich weiß es nicht mehr. Nein! Es gibt... ein Koopa und ich... Ich lasse mich von allem treffen. So, schaffen wir es jetzt hier ohne Hit durchzukommen? Das ist alles, was ich will. Ich will hier nur ohne Hit durch. Danke. Jetzt kein Koopa mehr spawnen.
Und jetzt ist ja völlig egal, ob wir getroffen werden. So. Was ein Quatsch. Ah. Nein, du kriegst kein Herzlevel. Du kriegst kein Herz. Mm-mm. Garantiert nicht. Never a minute. Ja, Nintendo Minute ist es. Richtig. Also es hieß schon Nintendo Minute. Ich hatte recht mit dem Namen. Gut. Nintendo Minute ist never a minute. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein Spruch, den sie haben. Keine Ahnung. Ach, ist das einfach jetzt ein Musikthema gewesen? Hä? Ach so. Ich bin lost. Aber wofür sind dann die Münzen da unten? Das ist ja komplett bescheuert. Was soll ich jetzt davon halten? Richtig. Nix. Ich glaube, ich brauche eine Wolke. Dankeschön. Wann ist die Wolke weg? Egal. Ah ja, ganz tolles Level auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht zu spielen. Mensch. We made it together. Das war jetzt irgendwie was mit Community-Dings, ne? Das war irgendwie so ein Community-Level, wo sie, glaube ich, im Twitch, im Chat irgendwie, also ob es jetzt Twitch oder YouTube war, keine Ahnung, wo sie da irgendwie zusammengearbeitet haben und Nintendo Ideen eingefügt, nicht Nintendo, und Ideen gebracht haben, was man einbauen könnte. Ich glaube, das war irgendwie sowas, irgend so ein Community-Projekt-Dings, keine Ahnung. So genau weiß ich es, wie gesagt, nicht mehr. Wenn ihr da Erklärungen haben wollt, die besser sind als das, was ich gerade erzähle, müsst ihr bei Nintendo reingucken. Ach, hier ist nur noch mein Yoshi gewesen. Ah. Das muss wehtun. Das muss richtig wehtun. Oh, Yoshi, da kriege ich dich nie wieder raus. Tut mir leid. Aber hier ist neu. Na gut, oder auch nicht. Aber es kommt gleich ein neuer. Richtig. Oh, das ist interessant. Yoshi fährt nicht auf der Plattform weiter. Ja gut, wir ja auch nicht. Wait, hier unten ist die Tür. Okay. Oh, ich hätte vielleicht den Stern mitnehmen sollen, aber es ging auch so. Okay. Ja, auch ein super Level. Wenn das wirklich die Community gebaut hat, die gesagt hat, am Ende bauen wir da eine Goomba-Pyramide, dann weiß ich auch nicht. Ah, das ist es schon. Anti-Hill Antics ist das letzte. Das ist tatsächlich eins gewesen, wo ich glaube, jetzt ein bisschen brauchen werde. Man muss alle alle von diesen Ameisen töten. Truppkrabbel heißen die, aha. Und ich glaube, das geht immer nur mit Hilfsmitteln, ne? Ich glaube, das war gar nicht so einfach. Also sowas wie Stampfattacke funktionierte, glaube ich, nicht. Sondern eben, ne, sowas hier. Und dann sowas hier. Mist. Den hätte ich vielleicht noch gebraucht. Okay, kaputt rutschen kann ich sie sicherlich. Okay, dann haben wir hier jetzt alle.
Okay, das funktioniert auch. Oh. Da gibt es einen Schlüssel. Gut, dass wir jetzt schon die Blume haben, auf jeden Fall. Ah, nee, hier ist das Ende. Da ist Schluss. Das heißt, wir müssen erstmal den anderen Weg jetzt noch zurückgehen. Aber gut, dass wir jetzt schon die Blume haben, dann muss ich mich um alles andere nicht mehr kümmern. Dann kann ich jetzt einfach so erledigen. Weil eigentlich müsste man hier mit dem Auto arbeiten, wie man sieht. Und das brauchen wir jetzt alles nicht, weil wir die Blume haben. Ah, sehr schön. So, hier drüben waren noch welche, ne? Genau. Auch da müssen wir jetzt eigentlich mit den Blöcken arbeiten. Aber dadurch, dass wir die Blume haben, geht das alles einfach. Und jetzt ist nur noch der Boss hinten. Sehr schön. Gut, dann schaffen wir es doch auf Anhieb. Domtendo hatte hier irgendwann Probleme mit der Zeit, aber der kannte halt auch das, den Aufbau nicht. Ich kannte den Aufbau jetzt schon so ein bisschen. Insofern zählt das natürlich nicht. Dann halt so. So. Gut. Das war das. Das waren auch schon die Nintendo Minute Level. Spannend, ne? Na, also für... Das war jetzt wieder ganz okay. Aber insgesamt für offizielle Baumeister habe ich da echt was anderes erwartet. Da die, ich glaube, die japanischen waren ganz cool. Die amerikanischen hatten auch einige coole mit dem Invitational-Kram und so. Aber so insgesamt? Ja, ne? Was machen wir jetzt, ist die Frage. Wir machen zum Schluss einfach noch eine No-Skip-Endlos-Herausforderung. Dann sollte das relativ schnell laufen. Warum nicht? Und sollte es jetzt doch irgendwie gut laufen, mache ich halt eine Fortsetzung. Also länger als eine halbe Stunde möchte ich den Part nicht haben. Und mit No-Skip sind die Leben halt schnell weg, wenn es sowas wie ein Speedrun ist. Ne? Ist klar. Oh Gott. Oder solche... Oder solche Späße. Das war dann die No-Skip-Challenge. Ach so. Oh Gott! Das ist ja ekelhaft. Oh, das ist... Oh, man kann so hoch springen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, ich muss hier von... mit dem anderen abspringen. Ah! Oder... andere Idee. Ja, das geht. Ich brauche den Drehsprung nicht. Ich gehe einfach über den Swamp drüber. Das sollte drin sein. Ja. Okay. Wir gehen über den Swamp drüber und dann ist aber die Frage nach dem Piesewitch da oben. Geht es dann hoch weiter oder bis ganz nach links? Ich glaube, bis ganz nach links ist zu weit. Ah, ja, der, an dem ich jetzt gestorben bin. Ich glaube, der ist noch zu weit links. Der kommt erst später dran, glaube ich. Weiß es nicht. Es ist aber echt wieder ein ganz tolles Level, um zu beweisen, was ich zeigen wollte. Dass No-Skip bei mir ganz schnell zu Ende sein kann. Aber wir werden jetzt halt auch nichts anderes sehen als das hier. Das ist das Doofe dabei. Ich hätte zumindest mir ein bisschen mehr Abwechslung... Wieso kann ich nicht direkt Neustart drücken? Mir ein bisschen mehr Abwechslung erhofft.
Aber so viel dazu. Okay. Ja, ich sehe schon, ich muss erst darüber. Erst da hoch, würde ich sagen. Erst da hoch. Puh. Das wäre in SMW noch viel schwieriger, weil hier ist zumindest der Peach-Charm echt spielbar. Also der... Oh, dass der so niedrig ist. Der da oben regt mich auf. Der da oben regt mich auf. Hälfte Leben weg. Was war das denn jetzt wieder? Ich würde euch schon gerne noch ein bisschen mehr von dem Level zeigen, tatsächlich. Das ist der dümmste Sprung hier in dem Teil bisher. Zwar der, wo ich am Ende jetzt gestorben bin, auch, aber... Aber der hier nervt. Oh Gott. Weil da muss man so knapp abspringen. Oh, oh. Okay, Verschnaufspause. Können wir gucken, was so kommt? Aber da ist direkt der nächste Haken. Ich muss jetzt nur den P-Switch da unten erwischen. Okay, Verschnaufspause. Ich muss irgendwo den On-Off drücken. Da ist ein blauer. Kann ich irgendwie was sehen? Da, der ist direkt über... Nein! Okay, der ist direkt über der Tür. Okay, also zum Schluss drücke ich den... Ich versuche auf dem On-Off zu landen. Ich versuche auf dem On-Off zu landen. Dann dürfte es einfacher sein. Dieser Anfangssprung. Das ist der blödste Sprung des ganzen Levels. Bisher. Ich weiß nicht, was da oben noch so kommt. Aber dieser Teil da. Weil diese eine Stachel so scheiße niedrig ist. Oh. Alles andere geht. Alles andere geht. Alles andere ist so, kann ich kontrollieren. Aber der ist blöd. Der ist richtig blöd. Okay, 9 Leben übrig. Na, seht ihr, das alles andere kann ich kontrollieren. So, und jetzt weiß ich nicht, was da alles so kommt. Müssen wir halt gucken. Okay, wir können auf dem On-Off landen. Sehr gut, wir können auf dem On-Off landen. Das ist hoch genug. Weil dann kann ich auch in Ruhe auf dem blauen Block danach landen. Also Ziel wäre für mich jetzt dieses Level schaffen. Alles andere ist mir gerade echt egal. Aber das Level hätte ich gerne geschafft. Weil es ist machbar. Das ist machbar. Das ist machbar. Dieser eine Sprung noch und dann ist eigentlich der Rest wirklich Sachen, die wir schon gemacht haben. 7 Leben. 7 Leben. Nein! 6 Leben. Aber wenn wir es in dieser Challenge jetzt nicht schaffen sollten, spiele ich das auf jeden Fall nachher noch. Nicht jetzt in diesem Part, sondern im nächsten Part dann als Revanche. Das Level will ich schaffen. Das Level will ich schaffen.
Ah. Mist. Drei Leben. Na, in der Challenge werden wir es nicht mehr schaffen. Ist mir jetzt aber auch egal. Ah, schade. Schade. Zwei Leben. Finales Leben. Reißen wir das nochmal rum? Nein, werden wir nicht. Aber wir kommen nochmal weit. Okay. Aber wir kommen nochmal weit. Das ist doch schon mal was gewesen. Wir sind nochmal recht hochgekommen. Okay. Dann nächstes Mal spielen wir das nochmal. Stimme versagt nicht komplett, danke. Sollte jetzt ja in den gespielten Leveln drin sein. Ich gehe auch gleich hin, dass wenn ich das nächste Mal die Switch starte, weiß hier, dass da wollten wir noch spielen. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Hey, wieso ist es nicht aus? Ich habe doch Ö gedrückt. Hä? Ö reagiert nicht.